machen wir jetzt? Wir marschieren an die Küste, stoßen zu unserer Armee und kehren zurück in den Krieg. Wer sind Sie? Ein britischer Offizier und sein Pilot. Unser Flugzeug wurde abgeschossen. Hätten Sie für mich vielleicht eine Tasse Tee? Sie sind jetzt offiziell Kriegsgefangene des Dritten Reichs. Sollten wir Sie nicht erschießen? Nein. Warum nicht? Wir sind keine Hottentotten, Schwarz. Ich habe eine deutsche Maschine gefunden. Genau hier. Wo ist die Besatzung? Ich weiß nicht. Ich bin britischer Offizier und werde keine Befehle von Ihnen entgegennehmen. Wachen Sie lieber auf, Captain! Und Sie, gehen Sie zu Ihrem Bett. Das ist alles andere als fair. Das hier ist Krieg und kein dämliches Spiel in Ihrem Country Club. Du hast den Pisswettbewerb gewonnen, Stunk. Herzlichen Glückwunsch. Das ist die britische Seite und das die deutsche, verstanden? Warum sind die Deutschen nur so besessen von Regeln und Vorschriften? Das werden Sie nie verstehen. Genau deshalb ist Deutschland so groß und das britische Empire zerfällt. Zerfällt? Ach, Nonsens. Dem Empire geht es gut. Wir haben nichts zu essen und auch kein Feuerholz mehr. Warum gehen wir nicht getrennte Wege? Dürfte ich Ihnen die wundervolle norwegische Landschaft vorstellen? Bitte tun Sie es nicht. Eins steht fest. Wir werden hier alle sterben.